Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ich habe mir im letzten Mal hier noch das Item eingesammelt. Was mir hier auch ein bisschen fehlt, seitdem ich hier Elden Ring gespielt habe, ich kann jetzt mich von hier aus gar nicht zurückporten. Doch, es gibt ja noch die Heimatknochen, die Heimknochen-Dinger. Abfahrt. Nein, hier war ich doch richtig, ich war hier doch schon... Oh. Ja. Guten Hunger, Thorn. Ich habe auch gut Hunger. So, Reisen. Hier geht's weiter, ne? Im Verlies. Verbandenzellen. Billy, gibt's irgendwas, wo ich zuerst hin soll? Oder ist gut hier? Ups. Bist da genau richtig? Gut. Gut, gut, gut. Komm ran, ihr Hundis. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Schmied. Ich erinnere mich noch von bei Hanno. Der ist hier voll oft hingelatscht wegen einem Schmied oder so. Und hier ist auch irgendwo nochmal der Verfolger. Wieso ist da eine Tür, Lul? Ist das ein NP? Ist das ein Verlassener? Nee, nee, ist. Ist ein normaler Typ, ne? Ein NPC. Komm her. Ich merke gerade, ihr könnt meine Seelen gar nicht sehen, ne? Falls ihr in den ersten Folgen da schon bemängelt habt, es tut mir leid. Mir ist jetzt erst aufgefallen. Schon wieder der oder die.
Oh, was war das denn für ein geiler Move von mir? Schatten wird gerufen, ist aber ein Freund, oder? Ja, Freund. Ich hätte gerne ein Leuchtfeuer. Ich hätte gerne ein Leuchtfeuer. Hallo? Billy, bevor ich mich hier tot suche, gibt es hier ein Leuchtfeuer? Erst nach dem Boss. Toll. Ist das dieser Dreier-Boss? Wo ich gegen drei auf einmal kämpfe. Ich habe nur so Steinchen zum Heilen. Na, es sind die drei. Alter, hat er viel Leben. Gut.
Hatte ja zum Glück nur 17.000 Seelen. Hier geht's auch noch runter. Ich glaube, da gehe ich erstmal lang. Hier war ich doch eben nicht. Ich bin auch anders gelaufen eben, ne? Ah, ich bin hier direkt runtergesprungen. So war das. Wo kommst du denn her? Ach, 17.000 Seelen, bitte. Hier ist ja der scheiß Schmied. Habe ich gemacht und jetzt? Toll ist der hier. Der auf seiner Glut gesessen oder was? Handwerkshammer. Okay.
Scheiß drauf. Seelen Seelenripp. Muss ich immer wieder hier durch, Beli? Ist das überhaupt der richtige Weg? Ist das der richtige Weg, Beli? Guten Abend, Ralf. Beli, ist das der richtige Weg? Ich kann doch nicht jedes Mal gegen 20 von diesen Typen kämpfen. Seelen. Ich wusste, ich hätte die erst ausgeben sollen. Wieso laufe ich auch in den Boss rein? Ich war mir wieder viel zu sicher. Ich war mir mal wieder viel zu sicher. Pro Sterben 10 Liegestütze, richtig. Wie du siehst, sind wir schon bei 18 Mal sterben, 180 Liegestütze. I love it. Ein Sub, 10 Liegestütze. Und für 12.000 Kanalpunkte mache ich nochmal 50. Oh, macht ja Spaß. Macht ja Spaß hier. Die scheiß Gegner geben nicht mal viele Seelen, weißt du? Es lohnt sich nicht mal. Er bleibt einfach stehen, scheiß auf alle.
Könnte da noch irgendwo jemanden rufen. Okay, der Magier ist krass. Der Magier ist krass. So eine andere. Na klar, zieht mir das was ab. Sinn. Oh Mann, ey, wenn du es ein bisschen mit Taktik machst, ist es gar nicht so schwer, ne? Aber alleine bestimmt sehr schwierig. Ohne Unterstützung.
Da hätte ich auf jeden Fall vor, nochmal die Waffe leveln müssen und so. Sind hier noch mehr Wände? Oh ja. Magier MVP, ja. Übel. Übelsten Schaden rausgehauen. Deswegen habe ich auch nur noch Death gemacht. Oh Junge. Soll ich jetzt irgendwo hingehen zu was Bestimmtem oder ist, soll ich da einfach weitergehen, Pedi? Danke für den Lurk, Rolf. Mal einfach da weiter, alles klar. Da. Man kann hier runter und da hoch. Festungsschlüssel, wofür ist der? Wofür ist der Festungsschlüssel?
Hier den Duftzweig benutzen, Billy. Ich habe noch einen, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Aber ich könnte mir einen kaufen. Der Typ ist wichtig. Ich könnte mir einen kaufen. Wenn der Typ wichtig ist, dann holen wir uns den Typen. Dann holen wir uns mal den Typen. Einer von zwei, der die Boss-Seelen eintauscht. Okay. Den besten Bogen im Spiel, geil. Kann ich den tragen? Schnauze. Schnauze. Ey, die geben 300. Das ist so krass. Ganz am Anfang, weiß ich noch, diese Riesengegner. Da hat einer 400 gegeben und dafür musste ich richtig malochen und richtig schwitzen. Und hier. Guck mal, hier ist auch eine Treppe. Die habe ich letztes Mal, glaube ich, gar nicht, eben gar nicht benutzt. Ah, spannend. Kommst du auch runter? Oder nicht so? Und bleib halt da. Krass, wie man hier Seelen farmen kann. Guck mal, hier sind 5 Gegner, direkt 1500. Zack, mal eben so. Aha. Hier wäre ich natürlich als Magier dann OP, ne? Was heißt das hier, offener Ring? Die Option handeln.
Erklär mir mal, was der Ring hier kann. Offener Ring. Beim allerersten Hauptboss, okay. Da bin ich ja mal gespannt wie Frittenfett, ich sag es dir. Kannst du mal runtergehen von meinem. Ey, können wir Dark Souls 1 kommst du dir hin und her machen? Das gute alte Blutungsmesser. Nee. Drei K nehme ich mit. Blütendrachenschild.
Ja, wahrscheinlich irgendwas gegen Blutung oder so, ne? Mietklinge. Die gute alte Mietklinge. Wieder am Start. Ich habe gehört, die haben die Summons hier nachträglich reingemacht, weil das Game zu schwer ist. Das ist ja kompletter Humbug, oder? Also. Festungsschlüssel, aha. Das ist ja völliger Schwachsinn. Wieso greift er den an? Ach, war das ein Böser? Heidelspeer. Das war ein Böser. Ich dachte, das ist ein Kollege. Hatte gedacht, das ist ein Kollege. Was ist das eigentlich? Der hat zwei Schilder. Was ist falsch mit dem? Kann der überhaupt was? Krass, wie viel Leben hat der? Ist das hier da vorne der Hauptboss? Und wenn ja, schaffe ich den? Ohne Heilung. Mit seinen roten Augen greifen ihn alle Gegner an. Wird schon. Ah. Ja, und keine Ahnung. Ach, Ralf, kennst du dich mit Dark Souls 2 aus? Nicht hier wirklich zu lange her. Also ich, hier war ich noch nie. Ich habe viel weiter weg aufgehört mit dem Game. Ist das nicht komplett witzlos? Au. Spielst halt mit Summons. Ja, aber der kann ja auch so nix.
Der macht immer nur die ganze Zeit den gleichen Angriff. Aber das ist ja. Also, das ist ja schlimm. Das ist ja leichter als Mario. Mit so einem Summon. 40.000? Dann hast du sie halt weg. Nö. Warum? Wieso soll ich mir das Game dann extra schwerer machen? Das war kein Teil des Deals. Der Deal ist, ich spiele das Spiel durch. Wir haben mir nicht gesagt, dass ich einen Hard Mode spiele. Ich habe ja vorgeschlagen, dass ich den Hard Mode aktiviere. Wenn ihr irgendwie Punkte sammelt, wollt ihr ja nicht. Er wollte ja keine Punkte mehr ausgeben. Ein Urleuchtfeuer wurde entzündet. Aha. Irgendwie hatte ich das anders in Erinnerung. Ja, wahrscheinlich, ja, kann ich mir gut vorstellen. Das war echt lame. Ein Duftzweig, cool. Ein Urleuchtfeuer wurde erzündet. Was mache ich jetzt? Oh, was jetzt? Ich würde gerne leveln. Oh ja, leveln, leveln, leveln. Leveln, leveln, leveln. Lass mich leveln. Hallo. Was brauchen wir denn jetzt? Soll ich so leveln, dass ich diesen Bogen benutzen kann? Ist der wichtig später? Ich glaube, ich kann gar nicht genug leveln, dass ich da hinkomme. Ich brauche dich jetzt, Beli. Auf was soll ich leveln? Einfach Leben? Stumpf? Oh, Belastung gibt auch Leben. Du machst das schon, du bist so ein Sack. Ich scheiß auf den Bogen. Hier gibt 1,20, hier gibt 1,2, hier gibt 1,1. Okay, ich gehe mal ein bisschen auf Leben. Ist immer 20, ich gehe auf Leben. Ja, und wo gehe ich jetzt hin? Habe ich eine Glut gefunden? Vielleicht für unseren Schmied hier? Für unseren Schmiedfreund? Ne. Lol, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich könnte natürlich versuchen, hier den Verfolger zu killen. Frage ist, bringt das was? Ist auch noch ein Item. Kannst den Brunnen runter? Okay. Geh ich mal den Brunnen runter. Wie viele von diesen Hauptbossen gibt es denn? Ich will wissen, prozentual, wie weit bin ich denn schon? Habe ich schon was geschafft oder bin ich immer noch am Anfang? Weil ich bin halt schon Level 60, ne? Und ich würde halt voll gerne nochmal Estus-Scherben finden. Die gibt es doch bestimmt noch irgendwo, oder? Ein paar nette Estus-Scherben. Wie es hier mal halt trotzdem was abzieht. Dann öffnet sich ein Weg. Okay. Und dann kommt der Endboss wahrscheinlich, ne?
geschlossen. Oh yes. Kann ich beide auf einmal anziehen? Nee, ne? Die staggern nicht. Oh. Kann man die Estus eigentlich auch verstärken? Dass sie ein bisschen mehr heilen? Die heilen ja gar nichts mehr. Jo, wieso habe ich davon noch nichts gefunden? Was war das denn schon wieder? Ich hasse Jump'n'Run in dem Game.